You need to know that I'm a rider. You need to know that I'm a rider. Tonight we gonna set the streets on fire. So, wieder hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Spinter's Marijuana. Wir sind zurück. Und ja, letztes Mal am Ende der Folge haben wir nochmal ein bisschen Scheiße gebaut. Ich habe mich nämlich da mit unserem Holz-LKW festgefahren. Und den sind wir jetzt gerade wieder ein wenig am Befreien, dass wir den rausbekommen. Den Hänger werden wir dann danach holen. Erstmal den Kollegen da wieder rausbekommen. Ich hatte dasselbe Problem wie damals, wo wir uns festgefahren. Damals, ich vor 5 Jahren mich schon das letzte Mal festgefahren. Wieder, dass wir leicht seitlich waren, dadurch der LKW sich seitlich eingegraben hat. Und ja, wir werden versuchen, den heute da wieder rauszuretten. Leider heute keine Musik am Anfang der Folge. Das liegt einfach daran, dass eben... Ja, das Spiel kurz nochmal neu geladen hat und dann ist die Musik leider direkt weg. So, jetzt gucke ich mal, ob ich den so wieder rauskriege. Das wäre natürlich ein Träumchen, wenn wir den jetzt einfach so weg rausgefahren. Dann bringen wir das Holz erstmal weg und dann holen wir gleich den Hänger. Beziehungsweise holen wir mit dem hier vorne den Hänger. Das wäre erstmal das Ziel. So. Und ja, wir fahren wieder. Ach, ist das schön. Guck mal hier, da fahren wir wieder. So, jetzt bringe ich erstmal das Holz weg. Und dann holen wir mit dem LKW, holen wir gleich mal kurz den Hänger dahin. Und dann fahren wir aber trotzdem natürlich mit dem hier weiter. Das ist natürlich klar. Das ist natürlich... Der Plan weiterhin, auch wenn das natürlich jetzt erstmal ein bisschen schief gelaufen ist, werden wir mit dem LKW natürlich auch versuchen, das andere Sägwerk anzufahren. Auch wenn das dementsprechend lustig wird, weil das wird da hinten nicht leichter. Eigentlich war das jetzt die leichtere Route und wir haben es am Ende dann doch noch ein bisschen verkackt. So, Holz Nummer Uno, da bist du doch, sehr gut. So. Dann wollen wir mal ganz kurz zu dem anderen Truck wechseln, zum C255er. Der muss nämlich jetzt mal ganz kurz den Hänger noch holen. Den müssen wir mal ganz kurz auf den Hänger herholen. Der hat nicht mehr so viel Sprit, aber das sollte reichen, um wenigstens alles dahin zu bringen. So, mal kurz Licht an. Mal, dass wir den Hänger herholen, weil der müsste eigentlich den Hänger hier wegkriegen. So, da ist er dran, sehr gut. So, dann gucken wir mal, dass wir den Hänger mal ganz kurz auch dahin hinbringen. Und dann müssen wir den natürlich wieder an den anderen LKW dran koppeln. Soweit ist das der Plan und dann geht es zum nächsten Sägewerk. Beziehungsweise werden wir heute, glaube ich, erst noch mit dem kleinen Truck fahren. Obwohl, nee, wir haben das Sägewerk haben wir hier schon fertig. Stimmt, das Sägewerk haben wir jetzt schon fertig, ne? Wir haben ja mit dem LKW hier vorne auch schon Holz hingebracht. Dementsprechend dürften wir jetzt eigentlich, wenn wir das hier fertig geladen haben, das erste Sägewerk schon abgeschlossen haben. Dann wartet eben noch das zweite auf uns und das wird halt jetzt der größere Spaß. So, aber schön, wir haben hier wenigstens Rockmusik. So. Alles gut, der ist ein bisschen leistungsstärker, der zieht echt ein bisschen mehr, man merkt es einfach. Das ist einfach nochmal ein anderes Kaliber, der Kollege hier. So, haben wir den auch entladen? In der Kürze liegt die Würze. Danke, das waren alle 8 Bewegungspunkte. Ja, ich denke mal, wir haben die Achievement bekommen, weil wir eben, wir können ja mal jetzt gucken, höchstwahrscheinlich nur Kurzholz abgeliefert haben. Wir haben eben jetzt gerade, glaube ich, nur Kurzholz abgelegt, wir haben nur 3er-Punkte geholt, oder? Füller ein bestimmtes Sägewerk, indem du nur Kurzholz liefert. Ja, exakt so haben wir das gemacht. So, dann können wir mal kurz den Hänger abladen. Weil den brauchen wir jetzt nicht mehr. Der kommt nämlich jetzt ab. Hallo? So, dann fahren wir den LKW mal weg, weil den nehmen wir jetzt auch erstmal nicht mehr. Steck hier erstmal irgendwie beiseite irgendwie. Ach du Kacke, das wird... Ich habe schon Schiss, dass wir uns mit dem Orangen nochmal wieder festfahren werden. Der wird richtig lustig werden. So, Handbremse an. Motor machen wir aus. Und dann wechseln wir nochmal den... Warte mal kurz die Kamera abdrehen ein bisschen, damit wir den Truck auch richtig wechseln. Na. Er ist nicht in Reichweite, ne? Er ist nicht in Reichweite, egal. So, mit dem Kollegen machen wir nämlich jetzt weiter. Mit dem werden wir jetzt weiterfahren. Und wir müssen das nächste Sägewerk noch beliefern. So, dementsprechend müssen wir natürlich erstmal Holz holen. Wir sind jetzt hier drüben. Das Sägewerk ist natürlich hier hinten in der Ecke. Dementsprechend müssen wir Holz... Können wir hier holen, hinten holen eine Holzstation? Da können wir nochmal hinfahren wieder. Werden wir dementsprechend, denke ich, auch so machen. Wir werden aber, denke ich mal, jetzt, weil wir jetzt den direkten Weg fahren können, ist natürlich die Route ein bisschen einfacher. Wir fahren so rum, dann fahren wir an der Tankstelle vorbei, holen Sprit. Dann fahren wir hier durch, weil wir dürfen jetzt hier durchfahren, holen hier hinten Holz und dann geht's zurück. Genau, so ist erstmal der Plan. Mal gucken, ob das aufgeht. Werden es herausfinden müssen. Dementsprechend, jetzt will ich mal kurz gucken, dass ich hier auch vernünftig sehe. Dann fahren wir hier zur Tankstelle. Dann fahren wir hier auch schön rum. So, na, hallo, so. Und fahren bis hier hinten erstmal durch, genau. Und dann holen wir da hinten nämlich Holz. Das dürfte man in der Reihenfolge erstmal noch locker hinbekommen. So, LKW an, Handbremse lose. So, jetzt einmal kurz vor den Hänger fahren, damit wir den natürlich mitnehmen können. Der muss natürlich wieder mit, wie gewohnt. So, fortgeschritten. So, einmal ankoppeln. Ah, bisschen noch zu weit weg.
Hallo. So, jetzt nochmal. Ja, es kommt schon zu weit. So, jetzt müsste es aber... Ja, der rollt aber auch ganz schön weit hier. Ist mal. Mann, Mann, Mann. So, jetzt müssen wir ihn ankoppeln können, ne? Sehr gut. So, haben wir unseren Hänger wieder dran. Dann würde ich mal sagen, legen wir los. Und... Na, holt erstmal Sprit. Und dann geht's Holz holen. Die Route jetzt zum Holzlager, zum Säge... zur Holzstation dürfte jetzt ein bisschen einfacher sein, weil wir eben die asphaltierte Weg, den asphaltierten Weg zum Teil fahren dürfen. Und das macht es natürlich schon mal wieder ein bisschen einfacher. Natürlich auf dem Rückweg dürfen wir den nicht mehr nutzen, dann fängt der Spaß erst wieder richtig an. Dann müssen wir gleich erstmal danach gucken. Wenn wir jetzt erstmal Holz geholt haben, dann gucken wir nachher mal in Ruhe nach einer Route, die wir da fahren müssen oder können. Aber ja. Wie gesagt, die Route war an sich jetzt nicht schwer letztes Mal. Das ging ja eigentlich relativ gut voran. Wir hatten unser Hauptproblem, war da halt einfach, dass ich mich da am Ende nochmal ein bisschen doof festgefahren habe und dann im Stein da lang manövriert hat. Ich hätte da gerade bleiben müssen. Wenn ich so leicht in Schräglage komme, dann passiert es halt schnell, dass du dich halt einfach festfährst. Und dann ist halt nicht mehr so geil. Also, was sind wir hier von. Oh oh. Ist nicht gut. Es geht schon fest schon wieder hier. Es geht schon weich schon wieder hier. Aber da kommen wir durch. Okay, alles gut. Alles easy. Ja, alles gut. So. Gibt ein Stück Tee. Ist da noch zu heiß? Ne, ist noch zu heiß. Ne, lass mal noch ein bisschen abkühlen. So. Da vorne haben wir wieder ein bisschen Wasser, müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, an sich kommen wir relativ gut durch. Im Moment haben wir jetzt auch kein Holz mehr dran, dementsprechend kriegen wir uns auch ohne Probleme irgendwo rausgezogen. Weil wir haben gesehen, vorhin beim Rausziehen war halt das Problem, dass wir den Hänger dran hatten. Dann haben wir den kurz abgemacht, dann ging das ja. Komm schon. Boah, es ist aber auch... Also die Map ist wirklich hart. Also ich muss sagen, die Küste ist schon echt böse. Ich bin echt gespannt auf die nächsten Maps, die wir noch auf uns warten in Zukunft. Das wird noch relativ lustig werden, glaube ich. Das wird noch relativ lustig werden auf die Dauer. So, hier kommen wir gut durch. Da vorne haben wir gleich schon wieder ein bisschen fest, deswegen können wir hier mal ein bisschen rechts hinfahren. Da können wir auch ein bisschen mehr Traktion finden. Sehr gut. Also immer das Wichtigste, damit er sich nicht komplett einbuddelt, dass wir wissen, irgendein Reifen muss Traktion haben, damit wir uns irgendwie rausziehen können. Warte mal, kann ich nicht einfach geradeaus fahren? Ah, stimmt, geradeaus könnte ich fahren, wenn ich nicht zur Tankstelle wollte. Ich will aber kurz nochmal tanken und haben wir da hinten auch eine Tankstelle. Nee, da haben wir keine. Die nächste Tankstelle ist da drüben, ne? Ja. Nee, dann nehmen wir das auf jeden Fall mit. Dann fahren wir besser mal die Tankstelle an, weil die brauchen wir. Und sonst kommen wir nicht zum Ziel. Komm schon. Einmal kurz hier rein. So, einmal ein bisschen weiter ausholen, damit wir hier vernünftig rumkommen. Oh, das ist eine böse Steigung hier. Ach du Scheiße. Ja, aber das ist gut. Das ist fester Untergrund. Alles gut. Wäre das jetzt matschig gewesen, dann hätte ich mal ein Problem gehabt. Aber so kommst du ja ohne Probleme hoch. Sehr gut. Tankstelle ist wesentlich befestigt. Kommt man wesentlich ohne Sachprobleme hin. So, einmal den LKW immer wieder voll machen. Der Kollege auch wieder Sprit dann hat. So, alles gut. Und jetzt geht's weiter zur Holzstation, frisch wieder Holz holen und dann das letzte Sägewerk anfahren. Dann müssen wir da nochmal mit dem kleinen Truck hin, weil wir da auch nochmal Holz hinliefern müssen. Wir haben ja dann nur 6 Punkte von 8, aber besser als nichts. So, hier schön befestigt. So hätte ich die Wege die ganze Zeit gerne. Das wäre so entspannt. Ach, das wäre so entspannt. Upsala, da hängen wir wieder fast fest. Oh Gott, hier ist auch wieder total Sumpf. Ah, oh Mann, ey. Scheiße. Aber hier komme ich links gut durch, oder? Hier kann ich mich links... Dann haben wir nicht so viel Wasser. Ja, hier ist gut. Wenn wir links bleiben, geht das. Easy. Ja, ich wollte fast sagen, kein Thema, aber... Ja, doch, geht. Okay, alles gut. So, haben es nicht mehr so weit. Dann kommen wir gleich auf den asphaltierten Bereich erstmal. Können wir einmal einerseits ein bisschen Sprit sparen fahren. Andererseits eben auch mal ein bisschen... Kurz mal entspannen. Ich habe echt Schiss vor der Route, die wir gleich nochmal fahren, die wir dann fahren müssen zum anderen Sägewerk, weil das wird, glaube ich, noch der größere Horror. Das ist hier, glaube ich, noch recht harmlos. Oh, komm. Oh, es liegt hier echt ein Baum im Weg. Du willst mich doch verarschen, Alter. Komme ich jetzt nicht drüber? Das ist ein Scherz. Der Kackbaum ist im Weg. Komm, ich schiebe ihn einfach ein bisschen weg. Geht das nicht? Muss ich noch tierisch? Ja, jetzt kann ich ein bisschen wegschieben. Okay, geht doch. Ich wollte schon sagen, ich muss ihn noch ein bisschen wegschieben können, das Scheißding, ey. Ah, jetzt darf ich mich nur nicht festfahren und hier in die scheiß Tümpel reinrutschen. Komm, alles gut, komm schon. Es ist aber... Also wir haben so viel Pfützen und Sümpfe, scheiß Schlamm hier, das ist der Wahnsinn. Da vorne haben wir eine Straße, da würde ich auch gerne hinkommen. Im Moment habe ich auch keine Bäume in greifbarer Nähe. Das ist ein bisschen ungünstig, ist hier wahrscheinlich ein bisschen weiter am Rand fahren müssen. Hoppala. Nicht festfahren. Jetzt muss ich mal ein bisschen auf den Hänger aufpassen, dass der natürlich nirgendwo hängen bleibt.
Jetzt kriege ich die Maschine, da kriege ich den LKW auch nicht mehr rausgezogen. So. Blockstelle ist offen. Ah, sind gleich draußen, sind gleich wieder auf Asphalt. Ja, sehr gut. So, da haben wir es doch. Komm, komm. So, beides aus, sparen wir ein bisschen Sprit. Den Weg, den wir so lange fahren können. Und einmal schön Holz von so. Da dürfen wir relativ flott hinkommen. Aber den ganzen Weg dürfen wir nachher nicht fahren, wenn wir Holzladung drauf haben. Das wäre ja so schön, das würde es so viel einfacher machen. Aber dank dessen ist das andere Sägewerk echt der Horror zu erreichen. So, da geht's in den Wald. Jetzt müssen wir kurz mal gucken. Wir müssen... Ne, hier noch nicht rein, ne? Ne, hier noch nicht rein. Wir müssen noch hier lang. Dann fahren wir hier rein. Hier. Dann können wir ruhig den Weg hier fahren, den direkten, ne? Genau, so. Den müssen wir fahren. Gut, dann wollen wir mal. Ich bin gespannt. So, Truck hat sich zumindest wieder sauber gefahren, jetzt dankdessen, dass wir ein bisschen über Asphalt jetzt fahren durften. Ist ja auch was Gutes. So, Diff und Allrad rein. Den müssen wir jetzt hier mal runter einmal. So. Kleine Routen und so sind wir hier schon mal ein bisschen einmal ja schon gefahren, um Holz zu holen. Dementsprechend, das kennen wir ja alles schon ein bisschen. Da sind wir nur hergekommen, glaube ich, ne? Letztes Mal, wenn ich mich nicht irre. Sind wir, glaube ich, rausgekommen hier. Ach, komm schon! Ist das denn alles so schlammig mittlerweile, ey? Ich komme nirgendwo mehr durch mit dem Kackding. Na komm, komm, komm! Aber das mit dem Hänger ist halt, glaube ich, echt die Sache, ey. Ohne Hänger wäre der, glaube ich, so entspannt zum Teil, der LKW. Aber mit dem Hänger den noch hinterher zu ziehen, das ist schon echt gut Gewicht, was da mitkommt. Jetzt sind halt nochmal zwei Achsen mehr, die über solche Stämme rübergezogen werden wollen. Ja, komm schon. Dafür müsste ich halt einen Kran mit haben, dass wir den aufladen könnten. Haben wir leider nie. Sonst wäre das hier mit der Stammausgabe, glaube ich, echt ein bisschen einfacher. So, alles gut, hier kommen wir durch. So, jetzt geht's hier einmal links, hier rechts rein. Schön direkten Weg zum Sägewerk. Oh, das ja, stimmt, das war ja sau schlammig hier. Ach du Kacke. Komm schon, nicht festfahren. Sanft am Gas, ne? Nicht Vollgas, damit wir uns bloß nicht durchdrehende Reifen haben und damit eingraben. Immer schön mit dem Gas dosieren. Immer so viel Gas geben, dass wir die Reifen Traktion haben. Und sich den Boden unter uns selber weggraben, weil nur auf dem können wir uns ja auch halten. So, hier geht's jetzt gerade von der Festigkeit, hier kommt man gut durch. Optimal. Ja, gut, hier können wir gerade ein bisschen schneller mal fahren, das ist schon mal angenehm. Na komm, nicht stehen bleiben. Achtung, Baum, jetzt mal ein bisschen weiter ausholen, damit der Hänger nicht dran hängen bleibt. Jetzt komme ich hier vorne nicht mehr rum, oder? Komm ich rum? Ja, gerade so. Gerade so noch eingelenken können. So, den Baum fahren wir mal kurz sicherheitshalber um, damit wir hier mal vernünftig rumkommen. So, die machen wir mal kurz alle platt. Bisschen breitere Spur kann ja nicht schaden, wenn wir mit dem LKW hier durch den Wald flügen. Auch weg, so, sehr gut. So, hier kommen wir jetzt entspannt durch. So, da ist schon die Holzstation rechts. Na komm. Komm, keine Zicken. Ganz entspannt fahren wir da jetzt rein. Komm. So. Hier rauskommen wir wieder lustig, ne? Hey, rauskommen wird wieder lustig. Da werden wir uns erstmal wieder ein bisschen eingraben, wenn wir Pech haben. Obwohl, wir dürften da vorne, glaube ich, auch rauskommen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Gucken wir mal. Oder doch, hier da vorne ist auch ein Weg raus, glaube ich. Ja, sehen wir hier gleich. So, komm. So, da sind wir doch schon. Hier stimmt jetzt kein Weg raus. Na gut, gucken wir gleich mal. Einmal Holz. Vorne kommt Kurzholz rein. Hinten Hänger, auch Kurzholz. So. Dann gucken wir mal jetzt kurz, wo wir langfahren. Wir müssen nämlich, jetzt nämlich das Problem, wir müssen hier hinten hin und wir dürfen hier ja nicht mehr durch. So, das ist natürlich ein mega Problem, weil wir ja theoretisch, müssen den Weg eigentlich fahren. Ach, hier können wir doch Asphalt fahren. Stimmt, wir fahren hier rum Asphalt und dann fahren wir den Weg hier. Das dürfte sogar relativ gut gehen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schwer.
So, dann fahren wir natürlich den Weg zurück, den wir gerade gekommen sind. Das ist das Einfachste. So, dann fahren wir hier auf die Asphaltstraße. Die fahren wir bis hier hindurch. Dann hier lang. Hier rüber. Und dann fahren wir hier rein. Oder? Ja, ich würde sagen, so machen wir das, oder? Das geht ja sogar noch. Ich hab jetzt gedacht, wir können gar keinen Asphalt fahren, aber wir haben ja sogar ein Stück. Aber ich glaube, die Straße hier hinten wird nicht harmlos sein. Also die wird uns, denke ich mal, ganz gut was fordern. Aber schauen wir mal. So, jetzt müssen wir erstmal irgendwie versuchen, hier zu drehen. Das ist nämlich eins der Mitprobleme hier. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich hab jetzt gar nicht dran gedacht. Haha. Ich hätte mich anders positionieren müssen, glaube ich. Ups, naja, dürft mal aus, damit ich mal komplett rumlenken kann. Kommen wir rum oder muss ich nochmal manövrieren? Ich glaube, wir kommen raus. Ja, wir kommen raus. Okay, alles gut. So, haben wir es geschafft. So, dann fahren wir wieder zurück auf die Straße. Auf die asphaltierte. Da müssen wir auf jeden Fall wieder hin. Da haben wir sogar ein großes Stück. Also ich habe gedacht, wir fahren da gar nicht lang, aber das geht ja sogar noch. Wir haben ja sogar ein relativ großes Stück da. Dürfen wir drüber fahren. Das ist ja relativ angenehm. Nur da hinten war es ja relativ sumpfig und schlammig, wo wir mit dem Land Rover lang gefahren sind. Deswegen mal gucken, ob der Weg dann auch lang schlammig ist, weil den sind wir, so wie ich das glaube, laut Karte interpretieren kann, und nicht gefahren. Dementsprechend werden wir das eh erst rausfinden. Oder ich bin hier noch nicht gefahren, oder? Warte mal kurz nochmal gucken. Nee, sind wir nicht gefahren. Wir sind mit dem Land Rover den Weg hier gefahren. Der war scheiße. Der war richtig scheiße. Deswegen hoffe ich, dass der unten besser ist. Wir sehen zwar hier ein bisschen Pfützen. Da muss man mal gucken, wie krass das da ist. Aber ja, wir werden mal rausfinden. Das ist auf jeden Fall der beste und direkteste Weg, den wir fahren können mit dem Truck. Der am meisten Sinn macht. So, erstmal den Weg hier zurück, der geht ja. Oh, geht ja Gott sei Dank, wollte ich gerade sagen, weil da graben wir uns gerade ein bisschen wieder ein und rutschen ein bisschen weg hier. Jetzt bin ich froh, wenn wir auf der Straße erstmal sind, weil da können wir erstmal ein bisschen wortwörtlich fliegen lassen, weil da bist du mit dem Truck mal wirklich schnell. Das ist mal ganz angenehm. Ein bisschen Kontrast zu dem, was du normal hier hast. Wenn du hier durch den Asphalt prügelst. Durch den Dreck prügelst. Komm schon! Natürlich links rum. War ein schöner Weg. Wir könnten querfeld ein, aber mit dem LKW mit Hänger möchte ich das echt nicht probieren. Wir haben uns schon festgefahren letzte Folge. Hoppala, hab ich irgendwas geschriffen gerade hinten, glaube ich. Ich muss ein bisschen mehr ausholen, weil ich sonst immer den Hänger gegen die Bäume ziehe. Na komm. So, hier wird es wieder ein bisschen problematisch. Aber sind wir hier gleich schon raus aus der Scheiße. Und dann geht es erstmal ein bisschen auf Asphalt. Okay. So. Den Stück auch schon mal standen. So, jetzt wird es hier wieder ein bisschen matschiger. Einfach am Gas erstmal bleiben, den Schwung, den wir haben, von Suchen durchzubringen. Ja, hat lang gehalten, sehr gut. Eher effizient den Schwung durchgebracht. Nicht. Komm, nicht hängen bleiben. Na komm, jetzt hör auf dich festzufahren. Wo sind wir jetzt hier gerade gelandet? Ach, sind wir hier gerade? Ist krass. Ach du Scheiße, haben wir noch ein Stück vor mir. Ja gut, egal. Komm. Fahr. Jetzt ist ein bisschen wieder Tag. Das ist schon mal ganz gut. Wenn wir solche Routen per Tag fahren können, ist es mal ein bisschen angenehmer. Ach komm jetzt. Aber schon gut, dass sie Matuana umgenannt haben. Ne? Das ist auf jeden Fall, trifft der Name, das Spiel auf jeden Fall viel mehr als Bintires. Klar, Reifen drehen hier durch, aber nicht so oft. Das Hauptproblem ist halt wirklich, dass wir hier durch Schlamm fahren. Und deswegen Matuana, das ist, wie gesagt, ein viel passender Spieltitel als Bintires. Es trifft viel mehr auf den Punkt, was hier wirklich passiert. Drei Viertel der Spielzeit fährst du halt einfach durch Schlamm. Und versuchst die Scheißkarre nicht festzufahren. Haben wir jetzt schon mehrfach hinbekommen, dass passiert ist, aber wir kommen auch eigentlich so weit ganz gut durch. Hoppala. So, ein bisschen Backup ist ganz hilfreich hier. Hier ist halt wegen den Ästen und Bäumen das Problem, weil du halt hinten nochmal Achsen hast, die nochmal rüberziehen musst. Und die haben leider keinen Antrieb. Die drehen halt nur, so viel du ziehst. Vorne habe ich ja Allradwesens. Aber hinten ist halt einfach nur Ziehen angesagt. Und wenn die einmal stehen, ist sowieso ein bisschen problematisch. Man muss das Gewicht erstmal wieder da hinten zum Laufen kriegen. Ah ja, jetzt hat der Tee die richtige Temperatur. Sehr gut.
sehr angenehm. Also normal habe ich abends immer beim Zocken Energy Drinks getrunken und so, aber mittlerweile bin ich echt auf Tee umgeschwungen. Das ist echt angenehm. Also ich kann mich nicht beschweren. So, da sind wir auf unserer Lieblingsoberfläche angekommen, Asphalt. Da fühle ich mich dann doch meistens am wohlsten. Der von Allrad raus und gebe ihm. Ah, wie schön wir jetzt schnell fahren können. Da können wir ein paar Meter jetzt mal machen. Sehr gut. Ach, schön. Da fühlt sich der LKW doch auch direkt wohl. Kann er jetzt mal richtig Gas geben. Aber gut, dass wir jetzt ein Stück hiervon fahren dürfen, dass wir nicht komplett um diesen Kreisel rum hätten müssen. Das wäre mir jetzt Offroad wegen echt ein bisschen nervig geworden. So. Einmal Vollgas das Ganze. Und dann bringen wir das Holz mal weg. Gucken, ob wir das die Folge noch schaffen. Je nachdem, wie der Weg geendet ist. Der wird halt ausschlaggebend sein, ob wir das diese Folge noch hinbekommen. Wir werden auch die Werkstatt will ich noch freischalten, auf jeden Fall. Da werde ich mal gucken, dass ich mit LKWs mit Werkstattaufsatz hinfahre und mit dem Land Rover. Den werden wir auch nochmal upgraden. Weil ich will die Werkstätten auf jeden Fall auch alle frei haben. Also auf dem Map will ich, wie gesagt, alle Sägewerke fertig haben und alle Werkstattpunkte. Ich denke mal, nächste Folge werden wir die Werkstätten erstmal machen. Wir haben ja noch, dann müssen wir einmal noch Sägewerk anfahren, aber bevor wir das machen, werden wir erstmal alle Werkstätten freischalten. Damit ich will wirklich alles freigeschaltet haben, bevor wir das Sägewerk komplett abschließen. Und dementsprechend, hopp, da hat die Kamera mal gar keinen Bock gehabt. So, jetzt müssen wir hier nämlich rein. Jetzt bin ich mal gespannt. So, gucken wir mal, wie der Weg so ist. Oh, das ist schon mal böse schlammig. Ey, das ist böse eng vor allem. Ach du Kacke. Oh ja, das ist... Ah ja. Das ist schöner Schlamm hier. So, jetzt gucken wir mal. Ey, das ist böse eng hier. Oh. Boah. Und ganz schön schlammig. Ja, aber eigentlich sonst relativ gute Wege hier noch. Also da, wo wir Land Rover durchgefahren sind, war wirklich so das Schlimmste, glaube ich, der Map. Da haben wir halt wirklich echt die dürfsten Wege direkt zum Start erwischt. Hier mit dem LKW kommen wir noch relativ entspannt durch die Wege durch. Das ist relativ fest hier sogar. Am Anfang war es jetzt gerade weich. Aber hier ist doch relativ befestigt. Wo ich mich jetzt echt wenig beschwere, weil ich echt mir anderes ausgemalt habe, dass es deutlich schlimmer wird, hier durchzukommen. Aber jetzt kommen nämlich diese Pfützen. Ja, jetzt fängt es nämlich an. Ah, ja. Aber theoretisch kann ich doch hier durch den Sand abkürzen, oder? Ich kann doch theoretisch über den Strand fahren. Das werde ich, glaube ich, machen, weil da hinten möchte ich nicht durchfahren. Versuchen wir mal, ob wir durch den Strand fahren können. Ich glaube, das dürfte einfacher sein, oder? Warte mal, jetzt müssen wir den LKW, den Hänger durchziehen hier. Aber sonst dürfte ich doch über den Strand besser hinkommen, oder? Müssen wir ein bisschen wegen Steinen aufpassen, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall besser, als wenn wir da durch das Wasser fahren. Weil, je nachdem, wie tief das ist in allem, fahre ich mich mit dem Hänger auf jeden Fall fest. Boah, nehmen wir mal besser hier die Dünen ein bisschen mit. Weil bisher habe ich gut daraus gelernt, dass der Sand eigentlich relativ fest ist, meist zum Fahren eigentlich recht angenehm. Wir sehen, hier kommen wir echt gut durch. Sparen wir uns, glaube ich, einiges als Stress. Und unnötige Schwierigkeiten, weil, ihr seht, hier kommen wir gut durch. Der Hänger gräbt sich hinten ein bisschen ein, aber wir ziehen eigentlich vorne ganz gut raus. Ja, guck hier, da haben wir uns gerade einiges an Schlamm abgespackt. Hier. Da ist einiges an Schlamm. So. So, hier entspannt vorbei. So muss das laufen. Sehr gut. So, dann fahren wir nämlich jetzt noch weiter den Weg. Hier kommt nämlich dann erstmal nichts mehr mit Wasser. Das ist ganz angenehm. Dann schaffen wir die Folge auf jeden Fall noch das Sägewerk. Das ist natürlich sexy. Gut, dann wollen wir das auf jeden Fall die Folge noch erledigen. Das sagt ja auch in der Ende der letzten Folge und fuhr sich dann am Ende der Folge vollkommen fest. So, aber da haben wir uns einiges erspart. Ich glaube, mit dem Hänger und allem, ich muss da nicht unnötig durchfahren, wenn der Sand einfach besseren Halt bietet. Wenn der Sand jetzt schlimmer gewesen wäre und man sich bei Sand eh immer eingräbt, hätte ich das natürlich sein lassen. Aber da wir ja daraus gelernt haben, dass wir eigentlich über Sand eigentlich relativ gut durchfahren können, sollte man das doch gerne machen, ne? Warum nicht? Sieht sicher an. Na komm. Oh, leichte Steigung. Da müssen wir erstmal hochkommen. Aber dadurch, dass wir hier echt festen Untergrund haben, was mich ein bisschen wundert, weil wie gesagt, drüben war der überhaupt nicht fest auf der anderen Route, wo wir im Land Rover lang sind, ist das doch echt schön hier. Auch hier gerade im Wald und so, es ist schön anzusehen. Kann man sich nicht beschweren. Richtig, sind wir auch noch ganz gut dabei, aber der Truck muss ja sowieso nicht mehr danach bewegt werden. Danach fährt ja noch irgendwas mit ein bisschen weniger Ladung hier kurz nochmal hin, bringt Holz weg. Und ja, aber nächstes Mal, wie gesagt, machen wir erstmal die Werkstatt fertig. Komm. Dann werden wir, denke ich, mal mit dem Land Rover machen. Weil mit dem können wir ja theoretisch zurückspringen, dann holen wir Werkstattpunkte, fahren die eine Werkstatt in der Mitte an, dann haben wir die nämlich auch frei, dann können wir uns da wieder Werkstattpunkte holen. Und ja, so werden wir das, denke ich, mal am einfachsten machen.
Dass wir einfach mit dem, obwohl kann ich den zu, doch den kann ich doch jetzt zur Werkstatt zurückrufen, ne? Obwohl, den kann ich auch einfach herrufen, je nachdem. Ja, ich guck mal, wie ich das mache. Obwohl, noch einmal unten den Truck stehen, ja, dann kann ich den einfach dazu rufen, genau. Dann machen wir das so, weil dann kann ich mir da unten Werkstattpunkte holen und dann können wir den mit dem Land Rover einfach die eine Werkstatt in der Mitte schon mal freischalten und dann können wir uns da auch Werkstattpunkte einfach ganz normal holen. Und dann doch mit einem Truck der Werkstattpunkte hatten und easy, dann haben wir das schon. Dann haben wir die beiden Werkstätten nämlich auch fertig. Und ich will nochmal Land Rover fahren, das ist auch damit der Grund. Der Land Rover macht halt schon ein bisschen Laune. Ups, hier haben wir nochmal ein bisschen böse Pfütze, hoppsala. Ja, nicht festgraben. Nur bei den Baumstuhl drüber kommen, ich hoffe es doch mal. Ja, ein bisschen nach links, rechts gefahren, dann geht das, da kommen wir draußen immer rum. Oh, der Hänger gräbt sich fest. Wir haben auf dem LKW aber auch krassere Reifen. Also der Hänger hat relativ, ja, normale Reifen ist das Problem. Dementsprechend müssen wir halt immer gucken, wie der damit durchkommt. Oh, jetzt wird es nochmal lustig, glaube ich. Oh, sanft ans Gas. Sanft. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen nur da hoch, wir müssen nur da rechts hin. Nicht eingraben, ganz wichtig. Ganz wenig Gas, leicht rollen. Ja. Ruhig ein bisschen nach... Mir ist egal, wenn wir nach links wegfahren. Wir können gleich nochmal nach rechts einlenken. Ist kein Ding. Erstmal das Ding hier hochziehen. Druckmusik setzt schon mal ein. Ja, sehr gut. Da haben wir über die Kuppe drüber. Ist optimal. Alles gut. Oh, eine sehr entspannte, reibungslose Folge. So mag ich das doch. So sehe ich das doch gerne hier. So. Holz Nummer 1 ist da, Junge. Laden. 6 Punkte. Bam. Sehr gut. So, und den Truck haben wir damit offiziell abgeschlossen. Und wieder nächstes Mal geht es dann an, Werkstätten einzusammeln. Ich packe den Truck mal so, dass wir ihn einfach hier abstellen können. Entspannt. Machen wir Motor aus. Brauchen wir jetzt nicht. Und ja, nächstes Mal fahren wir mit dem Land Rover mal an die Werkstattpunkte weiter. Heute lief es echt sehr gut, muss man wirklich lobend sagen. Und dann geht's nächste Folge weiter. Noch ein bisschen, ja, wie gesagt, Werkstatt freischalten und dann geht's nochmal die letzten Sägewerkpunkte hier hinbringen. Und dann haben wir die Küste auch abgeschlossen. Ich bin gespannt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da. Und wir sehen uns in der kommenden Folge hier bei Let's Play Mudrunner wieder. Bis dann, tschüss.